Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, aktuell hat mich das Final Fantasy Fieber gepackt und wir haben in der letzten Folge so ein bisschen hier aus der Umgebung kennengelernt. Wir haben einen Stein kennengelernt, mit dem wir uns von Gebiet zu Gebiet teleportieren können. Seid mal ein bisschen ruhiger da hinten. Wir haben festgestellt, dass, obwohl das Spiel doch schon ziemlich alt ist, von 2010 meine ich, doch noch einige Spieler hier rumwuseln. Ist zum Glück noch nicht so überlaufen wie bei Teso. Aber es sind trotzdem doch schon einige Spieler gewesen, ja, wo man hier reinwuselt und vor lauter Namen schon gar nichts mehr in der Umgebung erkennen kann. Nein, ich wollte keinen Screenshot machen. Ich wollte eigentlich jetzt hier aus der Ansicht rausgehen. So, wir haben einen Auftrag bekommen. Und zwar sollen wir Forstfungi erledigen, weshalb ich auch schon wieder Hunger habe. Zimmerer am Amphitheater. Fast wie zu Hause. Schon wieder Amphitheater. Okay, das ist alles irgendwie Amphitheater. Ich weiß nicht, warum ich jetzt durch drei verschiedene Ecken zum Amphitheater komme. Also ich gehe mal einfach... ein Brief? Moment, wir haben doch gerade mit ihm gesprochen. Ist das da drin vielleicht? Ah, wir können noch eine Quest vorher abholen. Die Abenteurerin, unaussprechlich von der Gilde der Waldläufer, sucht jemanden, der ein Schreiben zum Markt bringen kann. Ja, ist doch kein Problem. Du bist doch eine Abenteurerin, nicht wahr? Darf ich kurz um deine Aufmerksamkeit bitten? Könntest du dieses versiegelte Schreiben an Panell überbringen? Du findest sie auf dem Markt an der Rezeption der Schattenlaube. Wie bitte? Warum ich es nicht selbst überbringe? Nun ja, die Gridania sind nun nicht gerade umgänglich oder flexibel. Sie ist doch die gleiche wie ich, oder? Die Ohren sind zumindest gleich. Ich möchte nicht in die Verlegenheit geraten, mich mit Panell persönlich auseinanderzusetzen zu müssen. Okay. Es eilt auch nicht. Du kannst das Schreiben übergeben, wenn du sowieso mal an der Schattenlaube vorbeikommst. Na los, wir Abenteurer müssen uns doch gegenseitig unterstützen. Ja, mache ich auch gerne. Das habe ich aber zumindest hier schon mal alles angenommen. Das ist ja auch schon mal was. Achso, ich habe gelesen, dass man, wenn man beide Tasten drückt, kann man sich bewegen, aber hat den gleichen Effekt, wie wenn ich eine Taste drücke. Also brauche ich hier nur meinen rechten, also sprich meinen Mittelfinger kaputt zu machen. Dann brauche ich ja nicht beide kaputt zu machen. Hier rechts, glaube ich, kann man jetzt in das nächste Gebiet, wo wir auch rein sollten, oder? Ja, denke ich, hoffe ich. Was aber gesperrt ist, so wie es aussieht. Nee, doch nicht. Alt-Gridania. Würde irgendwie geiler kommen, wenn hier unten nicht noch die ganzen Sachen von der UI eingeblendet wären. Ja. Hier scheint ein Eingangsbereich zu sein. Panell. Moment, mit der sollte ich doch sprechen, ne? Hier ist die Rezeption für Gehilfen. Was kann ich für dich tun? Ich wollte eigentlich mit dir sprechen. Achso, Gegenstand abliefern. Würde ich gerne. Möchte sie aber nicht. Rechtsklick? Auch nicht? Ja. Gegenstände übergeben. Für manche Aufträge muss man Gegenstände abliefern. Wenn ein NPC einen Gegenstand anfordert, erhält das Fenster Gegenstand abliefern. Ach, ich muss die reinziehen. Ah, okay. Okay, bitteschön. Hm, ein Schreiben von der Abenteurerin, unaussprechlich. Verstehe, sie will einige Gegenstände bestellen, die wir hier normalerweise nicht führen. Aber warum macht sie das so förmlich in einem Brief und kommt nicht persönlich bei mir vorbei? Ich weiß da doch niemanden. Nur weil wir Gridania nicht gleich jeden dahergelaufenen Fremden mit Küsschen und Umarmung begrüßen, heißt das noch lange nicht, dass man mit uns nicht reden kann. Ich sehe doch ein, dass wir zu euch Abenteurern vielleicht etwas freundlicher sein sollten. Tätätätä. Mir fehlt so ein bisschen dieses Tätätätä, wenn man abgeschlossen hat. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Ich schaue mich mal eben hier ein wenig um. Nee, hier bin ich ja reingekommen, ne? Oder? Dann schaue ich mich hier ein wenig um. Nein, hier bin ich, glaube ich. Ich weiß nicht, wo ich reingekommen bin. Keine Ahnung. Wir gucken jetzt einfach mal auf der Karte, wo wir noch hin müssen. Da wird jetzt gar nichts mehr markiert, okay. Das dürfte das sein, wo wir die eine zum Lachen
bringen müssen. Neukridania. Ach so, ja stimmt, wir sind jetzt in Altkridania. Gerbergilde? Was war das denn jetzt hier gerade? Wunderbare Hasenparade. Was für ein Ding? Wunderbare Hasenparade, okay. Wir sind... Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, ehrlich gesagt. Ich laufe jetzt hier mal so ein bisschen durch die Gegend. Moment, wir sind doch jetzt wieder am Anfang ausgekommen, oder? Doch, wir sind doch jetzt wieder am Anfang. Hä? Nee. Aber das sieht genauso aus wie am Anfang. Komisch. Okay. Ich höre hier aber die ganze Zeit, gibt es hier keinen Stein, den man anfassen kann? Zum Porten irgendwie. Hi, ich bleib nicht lang. Gerbergilde. Moment, hier bin ich doch eben. Hier bin ich doch eben drin gewesen. Hä? Irgendwie verliere ich jetzt gerade total den Überblick. Also theoretisch müssten wir ja von rechts gekommen sein, angefangen sein. Weil es sieht hier ganz genauso aus wie der Anfang. Aber hier hinten ist es anders. Hm. Ich laufe jetzt mal einfach hier rüber. Mal gucken, wo wir auskommen. Oder ist das jetzt der Weg, wo wir reingekommen sind? Ehrlich gesagt, ich bin gerade total überfordert. Merkt man das? Ich glaube nicht, oder? Das überspiele ich doch super, oder? Wir sind auf jeden Fall im anderen Gebiet, weil den haben wir eben noch nicht gehabt. So, stell dich dem Fate, dem Glauben. Was für ein Glauben? Der Soldat Dui Messant wartet ungeduldig auf seine Wachablösung. Abenteurerin, kannst du eine Nachricht für mich übermitteln? Ja, wenn ich denn das Ziel finde, ja. Meine Wachablösung lässt ganz schön auf sich warten. Kannst du zur Gerbergilde gehen und dort Millicent bitten, Ersatz für mich zu schicken? Langsam aber sicher stehe ich mir hier die Beine im Bauch und ich muss dringend auf den Abbord. Aber natürlich kann ich meinen Posten nicht einfach so verlassen. Das wäre Fahnenflucht. Deshalb bitte ich dich, tu mir den kleinen Gefallen und rede mit Millicent, ja? Jawohl, Sir. Auch wenn ich... Hallo, laufen. Auch wenn ich immer noch kein Tö-tö-tö-tö bekomme. Machen wir das. Ich bin übrigens immer noch auf Stufe 1, fällt mir gerade auf. Das geht ja abartig langsam hier mit dem Leveln. Das war doch jetzt die Gerber. Ach, da ist sie ja schon. Millicent, mein Täubchen. Was? Dui Messant möchte abgelöst werden? Ich glaube, es hackt. Hat er denn schon vergessen, dass wir seit dem letzten Ixal-Überfall einfach nicht genug Soldaten haben, um alle Schichten zu besetzen? Und was fällt ihm eigentlich ein, eine Fremde wie dich in interne Angelegenheiten des Klageregiments zu verwickeln? Er ist zwar neu in der Truppe, aber das ist keine Entschuldigung für mangelnde Disziplin. Tut mir leid, dass ich dir solch eine Abfuhr erteilen muss, aber Fremden zu misstrauen ist schließlich unsere Pflicht. Immerhin hast du dich hilfsbereit gezeigt. Dafür gebührt dir mein Dank. Doch nun störe mich nicht länger. Hinfort mit dir. Die war ja nett. Tä-tä-tä-tä. Ich übernehme das einfach jetzt mal. So, ja. Ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr zu erledigen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Obwohl, was ist das? Hasen, das ist diese komische Hasenparade. Ich lauf der Hasenparade mal einfach hinterher. Ich glaube, hier war das, oder? Kann ich mich dabei bewegen? Ja, kann ich. Mal gucken, was das ist. Vielleicht hat das ja irgendwas mit Ostern zu tun. Ist das irgendwie so ein interner Scherz hier oder so? Man weset ja nicht. Wartet auf mich, ich möchte den wandelnden Hasen sehen. Der Hase rennt nach rechts. Der ist ungefähr genauso schnell wie ich. Das ist schlecht. Hi, tanzender Krieger. Hase, ich hab dich fast eingeholt. Bleib stehen. Licht der Hoffnung. Fate-Bereich. Saisonales Ereignis. Wie geil ist das denn? Hier sind riesige Osterhasen. Boah, ein Hase, der sprechen kann. Gib mir ein Ei. Was ist denn bei euch nicht richtig? Sieht das geil aus. Oh, ich muss das... Oh, hi. Nein, bleib doch.
doch mal stehen, du dummer Hase. Ich wollte doch nur ein Foto machen. Oh nein, ich wollte keine zwei machen. Das ist die Hasenparade. Ist das geil. Kann man sich neben dich stellen oder haust du dann direkt ab? So, Moment. Nein, nicht umdrehen. Blöde Kuh. So. So. Nein, so. Irgendwann kriege ich das nochmal hin. Machen die das so oder sind das irgendwie die Entwickler, die sich da extra so hinstellen? Wie geil ist das denn? Das habe ich auch noch nie erlebt. Sind die jetzt weitergezogen? Wo bin ich jetzt überhaupt? Oh Gott, ich habe hier gerade total... Da stehe ich. Also die sind anscheinend weitergezogen. Links von mir ist aber noch ein Auftrag. Okay. Moment, Stadt Eterüd. Konnte ich bei dir nicht was machen? Ah! Okay, perfekt. Ja, ich würde gerne mich bewegen können. Danke. So, da oben müsste irgendwo einer sein. Der Pikener Boyselon sucht dringend neue Kammerjäger, die einigen Baumhörnchen das Nagen austreibt. Ach, das musste ich, glaube ich, machen. Verzeiht mir, ich musste mal eben einen Schluck trinken, weil ich glaube, ich habe irgendwie so eine Mini-Zimmerfliege gerade verschluckt beim Sprechen. Ah, du bist doch die neue Abenteuerin, nicht wahr? Du könntest dich nützlich machen. Nacht für Nacht schleichen sich nämlich gefräßige Baumhörnchen unter den Boden der Gilde der Pikeniere. Wenn du 6 davon erschlägst, vergeht denen übrigens bestimmt die Lust aufs Nagen. Ich hatte aber Eichhörnchen damals bei uns im Garten. Die kamen immer wieder. 3 Stück. Die will ich nie erschlagen. Mit der Angelegenheit kann ich mich kaum an das Klageregiment oder Nofikas Schar wenden. Die haben Wichtigeres zu tun. Eine Abenteurerin wie du kann sich jedoch mit solch einer Aufgabe die ersten Sporen verdienen. Wer umgekehrt nicht einmal dieser Aufgabe gewachsen ist, hat hier in Gridania nichts zu suchen. Die Baumhörnchen leben im tiefen Wald. Komm wieder zu mir, wenn du deine Aufgabe erfüllt hast. Ich weiß, es ist keine Heldentat, die in Liedern besungen werden. Aber, jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Aber mir tust du damit einen großen Gefallen. Okay, ich habe den nur angenommen, da brauche ich kein Tötötötö. So, Moment. Ja, das Einzige, was ich ein bisschen blöd finde... Also ein bisschen unübersichtlich finde. Ich sehe... Oder ist das jetzt... Moment. Ist das jetzt doch nicht der eine, sondern unser Zielort hier? Das könnte natürlich auch sein. Ich finde es ein bisschen unübersichtlich mit der Karte. Also das hier scheinen ja unsere Zielorte zu sein, wo wir hin müssen. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, wo die anderen sind, die wir jetzt hier gar nicht drin haben. Und das hier scheinen alles neue Aufträge zu sein. Was dann wieder zu viel wäre, sage ich mal, um das jetzt... Ja, alles anzunehmen, eigentlich. Aber man kannte mich ja noch nicht, ne? Ich bin ja jemand, der erstmal sämtliche Aufträge annimmt und die dann nach und nach abarbeitet. So. Ich hätte übrigens gerne mal ein Reittier. Das wollte ich nur mal erwähnt haben. Oh, das ist so ätzend, hier immer so langsam rumzulaufen. Ich würde ja auch sagen, ich besorge mir irgendwo eins oder ich kaufe mir irgendwo eins. Also von mir aus auch irgendwie für 5 Euro Echtgeld oder sowas. Wolfshundwelpe, das sah eher nach einer fetten Katze aus. Nee, das war nicht der Weg. Oder? Nee. Also so langsam kriege ich hier so ein bisschen Übersicht und ganz ehrlich gesagt, zumindest solange ich noch nicht kämpfen muss, packt es mich gerade richtig. Was ich gar nicht gut finde, weil das nämlich heißen würde, dass ich dann ein monatliches Abo machen würde. Und wahrscheinlich auch noch zusätzlich das Spiel kaufen muss. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also, so wie sich das jetzt gelesen hat, muss ich das Spiel kaufen und zusätzlich noch ein Abo machen. Moment, das sollte hier sein, glaube ich. Du bist jetzt aber nicht der mit dem Werkzeug, oder? Ich weiß, dass hier vorne... Ach, hier. Dass da noch eine andere Quest nämlich war. Stör mich nicht bei der Arbeit. Ich bin Zimmerer und muss heute noch einen wichtigen Auftrag erledigen. Ja. Willst du es mal versuchen ohne Werkzeug, oder? Oh, das ist ja meine Werkzeugkiste. Was machst du damit?
Idela hatte ich gebeten, mir die Werkzeugkiste zu bringen. Wie konnte ich sie nur vergessen? Das ist mir schrecklich peinlich. Das Amphitheater wurde gerade erst umfassend von den Zimmerleuten restauriert, nachdem es bei der Katastrophe schwere Schäden davongetragen hatte. Als ich gebeten wurde, die letzten Wartungsarbeiten zu übernehmen, war ich so aufgeregt, dass ich sofort losgerannt bin. Du siehst auch noch nicht so sehr unerfahren aus, was? Wir Anfänger halten zusammen. Ach, noch nicht so sehr erfahren. Oh Gott, es ist eindeutig zu spät, ich merke schon. Vielen Dank für deine Hilfe. Mögen dich die Gebieter und der Wald stets beschützen. Ja, ich bin Druidin, mich beschützt der Wald. Hier darf ich es wieder. So, hier drin ist aber, glaube ich, auch noch ein kleiner Auftrag gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Estain könnte Hilfe bei der Pflege von Miketos Amphitheater gebrauchen. Ah, ein neues Gesicht. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ich heiße Estain und ich kümmere mich um Miketos Amphitheater. Gestern Nacht haben hier offensichtlich einige Sylphen herumgetrollt und eine Gemüseparty gefeiert. Das gönne ich ihnen ja gerne, aber vermutlich als Dank haben sie hier überall Kürbisse, Möhren und anderes Wildgemüse verteilt. Kürbisse, lecker. Um das alles alleine aufzusammeln, bräuchte ich ewig. Kannst du mir vielleicht helfen? Ja, was bezahlst du mir denn? okay. Wie sammle ich das denn auf? Interaktion. Rechte Taste, okay. Also mit links funktioniert das nicht. Ich muss mit rechts klicken. Halt wie das normale Sprechen, sag ich mal. Hier ist noch was. Mann. Oh, das sind ja... Habt ihr das gerade gesehen? Hier auch. Also ganz ehrlich, das sind ja schon verschimmelte Kürbisse und verschimmelte Möhren, die hier rumliegen. Das ist ja ekelhaft. Wie viel haben wir denn jetzt? 4 von 6. Da ist noch was. Und da ist noch was. Ein aufgeregter Hase, okay. Kann ich das nicht annehmen, weil es rot ist? Dieser Auftrag ist nur für die Dauer des saisonalen Ereignisses verfügbar. Ein sichtlich aufgeregter Hase brennt darauf, mit dir über die Wundereiersuche zu sprechen. Du kannst den Auftrag nicht annehmen, weil du die Bedingung... Achso, mindestens Stufe 15. Ah, okay. Schade. Ja, vielleicht nächstes Jahr mal, ne? Ich weiß ja nicht, wann ich mal auf 15 komme. Ich bin ja immer noch auf Stufe 1. Das ist ja abartig, bis das hier... Wie lange das dauert mit dem Leveln. Vielen Dank für deine Hilfe. So sieht der Platz doch gleich viel besser aus. Das Amphitheater ist öffentlich zugänglich und solange hier keine Veranstaltung stattfindet, kann es jeder nutzen. Gerne auch die Sylphen. Ich wünschte nur, sie würden es so hinterlassen, wie sie es vorfinden. Sauber und ordentlich. Naja, zumindest haben wir jetzt einen Haufen leckeres Gemüse. Ja. Dafür gebührt den frechen Sylphen wiederum unser Dank. Ebenso wie dir für das Aufsammeln. Das Gemüse werde ich an Miones Hexenstübchen liefern lassen, damit es der Allgemeinheit zugutekommt. Okay, ich weiß definitiv, wo ich nichts essen werde. Ach, ich spare mir mal das Titterte. Erfahrungsstufe gestiegen. Ja, ich bin Stufe 2. Ich habe mich die letzten, keine Ahnung, 2 Stunden hier rum, hier durchgeboxt, um endlich Stufe 2 zu werden. Eieieiei. Also das Leveln, das ist ja wirklich abartig. Das geht gar nicht in der Geschwindigkeit. Aber das Spiel zieht mich gerade mächtig in den Bann. Und das finde ich gar nicht gut. Es sind natürlich sehr viele... Habe ich das hier schon gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Stadt Etherin. Wahrscheinlich habe ich den schon harmonisiert. Ich bin mir nicht sicher. Nee, ist anscheinend doch ein anderer Bereich. Okay, links von mir ist noch eine Quest. Eigentlich möchte ich endlich mal raus und mal auf was ballern. Aber irgendwie finde ich hier immer nur neue Quests, die ich annehmen muss. Was bist du denn für eine? Die Druide Melaine macht sich Sorgen, dass ihre geliebte Schülerin ohne Hilfe mit ihren Aufgaben überfordert sein könnte. Mir scheint, du suchst eine Aufgabe. Wärst du bereit, meiner Schülerin ein wenig zur Hand zu gehen?
So, entschuldigt, ich hatte jetzt einen kleinen, großen Hustenanfall. Zur Hand gehen. Ich heiße Braya und du findest sie in der Gilde der Druiden. Dort ist sie mit Arbeiten beschäftigt, die ich ihr aufgetragen habe. Doch nun fürchte ich, dass ich ihr zu viel zugemutet habe. Sie hat doch gerade erst ihre Ausbildung zur Druidin abgeschlossen. Vielleicht kannst du ihr unter die Arme greifen, ja? Ja, ich habe meine Ausbildung zur Druidin noch nicht abgeschlossen, auch wenn ich eine bin, aber... Ich kann gerne versuchen, ihr unter die Arme zu greifen. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe, wie und wo ich dann darum muss. Hinter uns ist aber noch eine weitere Quest, die wir annehmen können. Wir sammeln erstmal fleißig Quests. Es wird dann wahrscheinlich die Überschrift zu dieser Folge sein. Wir sammeln Quests. Und die nächste Folge heißt dann, wir arbeiten Quests ab. Die Gärtnerin Samiane hat ungewollt Blumensamen auf dem Weg verstreut. Sie könnte sicher Hilfe beim Aufsammeln gebrauchen. Halt, auf ein Wort. Entschuldige bitte meine Aufregung, aber ich habe Samen der Aceyuma-Rose überall auf dem Weg verstreut. Ungewollt, wohlbemerkt. Die Tüte, in der die Samen waren, hat ein Loch und jetzt kugeln die Samen überall auf dem Boden rum. Ach nein, das ist schrecklich. Wärst du vielleicht so nett, mir beim Aufsammeln der Samen zu helfen? Sie könnten überall auf dem Weg von hier bis zur Gärtnergilde liegen. Ja, kein Thema. Ich glaube, in dem Bereich soll das sein. Ja, okay, in dem Bereich ist es. Hallo. Aufheben. Ich höre mal am besten so... Oh, so ein bisschen nach unten, wollte ich gerade sagen. Und renne dann als erstes direkt vor so einen Felsen. Das war jetzt natürlich geil. Welche brauchen wir denn? 6 Stück? Okay. Was? Ich drücke mal als erstes mit links, weil man ja normalerweise mit der linken Maustaste aufsammelt. Das ist total doof. Da unten ist schon wieder einer mit einer Quest. Sag mal, Leute. Ihr seid doch alle scheiße, ehrlich. Ach, ich bin schneller. Hast du alle Samen aufgesammelt, die du finden konntest? Hoffentlich hast du dabei nicht so viele zertreten. Naja, alle, die ich finden konnte, nicht, aber alle, die ich brauchte. Achso, übergeben. Also nicht, dass ich mich übergeben muss, sondern dass ich die Sachen übergeben muss. Vielen Dank für deine Hilfe. Dank dir habe ich die meisten Samen wieder. Und dieser Weg entgeht nochmal einer Überwucherung durch Azymia-Rosen, was auch immer. Natürlich wäre ein hübscher Anblick. Natürlich wäre ein hübscher Anblick. Ich habe Deutsch drauf heute, richtig cool. Aber hier ist kein optionaler Ort für diese empfindlichen Rosen. Jede Pflanze hat ihre ganz eigenen Bedürfnisse, musst du wissen. Was für ein Glück, dass du zur rechten Zeit zur Stelle warst. Mögen dich die Gebieter stets beschützen. Ja was, und dann kriege ich noch nicht mal irgendwie ein paar Samen oder so als Dankeschön? Ich habe nämlich gehört, es gibt Housing. Es wäre doch cool, wenn man da diese Samen einpflanzen könnte oder so. Hui, guten Tag. Wer sind Sie denn? So, ich werde das jetzt nicht immer vorlesen. Pa, noch so eine Gaunerin von einer Abenteurerin. Ihr seid doch alle gleich und denkt nur an euer eigenes Wohl. Oder etwa nicht? Wenn du mich vom Gegenteil überzeugen kannst, dann erweise mir noch einen kleinen Gefallen. Bitte bring diese Aceyuma-Rose zum Seer Waldewee? Ach so, das ist der Name. Waldev oder so? An Nofikas Altar. Enttäusche mich nicht. Möge die Macht eventuell mit dir sein. Wenn du es wert bist. So in etwa hat er jetzt gesprochen. Okay, da oben ist wieder so ein Teil. Ich bin ja eine Frau, ich muss alles anfassen. Gerade wenn das so schöne, hübsche Sachen sind, die glitzern und glänzen und sich bewegen. So, ich habe ganz viele tolle Quests erhalten. Und immer noch keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Doch ich muss da unten auf jeden Fall als nächstes hin. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich die richtigen Tasten drücke, um mich drehen zu können. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass ich an dieser Stelle einen kleinen Cut mache, damit das Video keine allzu große Überlänge bekommt. Und hoffe sehr inständig, dass wir dann im nächsten Video die ein oder andere Quest auch mal abarbeiten können und nicht nur immer neue Quests aufnehmen.
Weil es ist doch schon so ein bisschen unübersichtlich jetzt geworden. Andererseits, jetzt sind die ganzen Markierungen weg. Jetzt kann man auf der Karte gut gucken, wo wir eigentlich hingehen müssen, um die Quest zu machen. Zumindest ist das mein Grundgedanke dabei. Ob das jetzt aufgeht, das wird sich dann in der nächsten Folge zeigen. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.